Gleich wird hinter mir das Promi-Sofa wieder besetzt sein von einem nächsten VIP, und zwar von Wolfgang Stumpf, dem beliebten Schauspieler. Wir werden ganz nah mit der Kamera dran sein und werden mal hören, was er zu sagen hat. Herzlich willkommen, Wolfgang Stumpf! Ups, hallo. Wenn hier die Bilder vorbei sind, dann müsst ihr euch mal setzen, damit die uns hinten überhaupt nur sehen, wenn wir uns setzen. Go Travigo, noch einmal zurück zu dieser Geschichte. Ja. Sie haben mir gerade erzählt, es sind mit 13 Trabis damals Richtung Italien gefahren. Ja? Also richtig. Auf dem Tieflader hatten Sie Angst, dass der eine Trabi das nicht übersteht? Nee, wir hatten keine Angst, aber so unwissend wie damals die Kollegen aus den gebrauchten Bundesländern waren, die auch nicht wussten, dass Bitterfeld nicht Sachsen ist. Und ich konnte reden mit Engelszungen, es blieb dabei. Wir mussten aus Bitterfeld anreisen nach Italien. Aber Gott sei Dank konnte ich vieles andere in dem Buch klären. Glaubten die auch nicht dran, dass das ein Trabi übersteht. Zwei brauchten wir, einen, den wir in Neapel in die Bucht schmeißen. War logisch, der war verloren gegangen, und mit einem, mit dem wir fahren. Und dann kamen sie auf die Idee, auf den Tieflader noch die weiteren zu setzen. Damit hätten wir auch Ersatzwagen. Der Trabi hat durchgehalten, weil wir einen guten, richtigen Monteur von Zwickau noch mit hatten, der natürlich das verstanden hat. Die haben gestaunt, wenn der einen Strumpf genommen hat und einen Keilriemen als Ersatz, wenn wir unterwegs waren, und dass der überall klar kam. Wenn man heute aufmacht, sieht man eine Platte, und ja, das war's. Siehst du, von den Rängen, ach hallo, grüßt euch. Ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass man uns da oben auch hört. Sehr schön, hier oben im Heuschober, grüßt euch. Ich habe es gerade gesagt, Sie kommen gerade von Dreharbeiten, Romeo und Jutta, ja, mit Katja Riemann. Oh ja, aber es sind noch mehr schöne Frauen dabei. Ich spiele da einen Klavierstimmer, der Heiratsschwindler ist 1983. Und dieser Heiratsschwindler kommt natürlich einmal an eine falsche Dame, die in hohen Kreisen angesiedelt ist. Und da habe ich dann die Wahl, entweder schwarze Pumpe oder goldener Westen. Und? Ich habe mich für den goldenen Westen entschieden. Es ist natürlich eine Komödie, so wie Job seines Lebens, wo der Ministerpräsident zum Arbeitslosen verwechselt wurde und umgekehrt. Es wird wieder eine Komödie für die ARD, speziell unter der Führung vom MDR. Ja. Und es ist eine ganz, ganz tolle Besetzung neben Katja Riemann, und es macht einen Heidenspaß. Wie sieht denn Ihr Traumauto aus? Also mein Weg war ja immer Volkswagen-mäßig. Also Trabi, dann habe ich mir bei VW für mein Honorar von Go Trabi Go einen gebrauchten Passat kaufen können, weil ich habe das Kleingedruckte noch nicht richtig gelesen. Und dann bin ich auf A6 umgestiegen. Und mit dem war ich eigentlich immer zufrieden, geleast natürlich. Aber da ich in 4 Jahren nur 21.000 Kilometer gefahren bin, habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, wir fahren bloß noch unseren Polo. Und mit dem sind wir wunderbar zufrieden, also Spitzenauto.